So, wir schauen mal kurz. Platztechnisch. So ein zweites Erste-Hilfe-Spray. Ja, okay. Gut, machen wir. Aber wir wechseln noch kurz den Molotow-Cocktail rüber zu Billy. Weiß gar nicht, warum die Alte den mit sich rumträgt. Halt. So rum. Habe ich jetzt echt nur noch 4 Schuss mit ihr? Ach du Schande. Ach du Schande. Ich brauche unbedingt Pistolenmunition. So, her mit dem Erste-Hilfe-Spray. Mensch, wie soll das denn sein, wenn man auf hart spielt, das Spiel? Also, schon auf normal habe ich ja Probleme hier mit der Munition. Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ins Mischset geben? Was? Ja, mach. Sie haben die grüne Chemikalie ins Mischset gegeben. Okay. Ich will gar nicht wissen, was du da jetzt eigentlich eingesammelt hast. Können wir das kurz untersuchen? Im Behälter befindet sich eine grüne Chemikalie. Anscheinend hat sie eine neutralisierende Wirkung bei Giften. Oh, das ist nett. Das klingt gut. Ist schön, dass du irgendwas, was du dir dann auf die Haut schmieren willst. Also jetzt die Heilgegenstände, dass du die mit irgendeiner unbekannten grünen Chemikalie einfach mal anreicherst. Positiv, finde ich toll. Bist eine super Chemikerin. Könnte ja sonst was sein eigentlich, aber macht nichts. Auf dem Regal bestehen Medikamente. Sie sind zu alt und damit nutzlos. Wieso ist das ja eigentlich alles so alt und abgeranzt? Das ist irgendwie ein bisschen verwunderlich. Ich meine, die Ausbildungsstätte ist doch jetzt noch nicht so lange unbenutzt, oder? Notizen der ersten Untersuchungseinheit. Die Durchsuchung der Anlage zeigt, dass viele der Chemikalien erhalten geblieben sind. Die Lagerbehälter sind zum Glück noch alle voll. Wir haben gerade erst begonnen und vieles ist noch unklar, aber es scheint, als könnten durch Mischen der Chemikalien neue Substanzen hergestellt werden. Die Chemikalien sind überall verstreut, nicht wegen des Unfalls, sondern infolge schlechter Organisation. Wenn wir die Anlage wieder eröffnen, müssen wir ein System für den Umgang mit diesen Stoffen entwickeln. Auf der Rückseite der Notiz ist etwas gekritzelt. Rot plus Blau, Schwefelsäure. Grün plus Rot, Verdünner. Was? Nee, ist klar. Ja. Gut, wie auch immer. Wir haben jetzt Grün, das ist Verdünner. Also Wasser, sozusagen. Wenn du Schwefelsäure verdünnen willst, würdest du Wasser nehmen. Im Normalfall. Was ist denn das? Gut, ich frag gar nicht nach, was genau das jetzt sein soll. Und ich glaube, es gibt auch einfachere Wege, an Schwefelsäure zu kommen, nämlich einfach Schwefelsäure irgendwo als Säure lagern. In einem kleinen Kanister oder so, ist ja nur nicht das Problem. Als es in irgendeiner Chemikalie quasi als potenzielle Chemikalie dann zu haben und dann noch irgendwas anderes dazuzugeben, damit sich zwei abreagieren und dann die Schwefelsäure übrig bleibt. Gut, die blauen Kräuter lasse ich mal hier stehen. Ich werde sie aber mal zumindest anschauen. Auf dem Regal stehen OP-Instrumente und Arzneien. Alles wurde von Umbrella hergestellt. So, ich werde sie kurz anschauen, damit wir sie auf der Karte mit vermerkt haben. Nein, die bleiben hier stehen. So, das zweite auch noch. Bleibt stehen, aber ist vermerkt. Und damit machen wir uns dann mal nach drüben auf. Keine Ahnung, was die Nummer mit den Chemikalien jetzt genau für uns bedeutet, aber wir werden es wahrscheinlich noch früh genug herausfinden. So, bleibt noch eine Tür hier. Das klang gerade sehr merkwürdig, aber ich glaube, das waren die Steine, auf die ich getreten bin hier am Rand. So, bitte lasst mal ein bisschen Munition hier drin sein und nach Möglichkeit nicht zu viele Gegner, denn ich habe nicht mehr viel zum Schießen. Keine Gegner und Munition. Och, ihr seid ja. Mensch, ich sollte öfter mal irgendwelche Ansprüche stellen. Man hört auf mich, es ist toll. Traurig nur, dass wir die Munition gleich wieder fast komplett. Ja, doch, wir können sie komplett aufbrauchen. Weil die komplett hier rüber an Billy gehen kann, der sie dann in seine Waffe steckt. Ach nee, eieiei. Wie konnte es nur so weit kommen? Wir haben kaum Munition. Das ist seit dem großen. Was mache ich denn? Nein, ich wollte gar nicht die Karte haben. Seit dem großen Hundertfüßer haben wir das große Problem mit der Munition, ne? Ist ein interessanter Raum. Ich sehe da was auf dem Tisch liegen. Oder auch nicht. Das ist wahrscheinlich bloß irgendein Grafikfehler, den ich da auf dem Tisch liegen sehe.
Aber hier ist was. Ein Schachspiel. Die Partie endete anscheinend schachmatt. Da hat sich aber jemand weit in die Ecke drängen lassen. Ach, das ist auch hier... Oh, wir haben hier auch Schachfiguren stehen, sehe ich gerade. Ist das die gleiche Partie? Mal kurz schauen. Nein, ist es nicht. Ach hey, jetzt muss ich auch noch hier Schachfiguren zurechtrücken. Turm in die Ecke, König direkt davor. Turm auf dem schwarzen Feld, dann auf Königshöhe. So, das muss bestimmt Billy machen, oder? Nein, das ist gut genug für Rebecca, das ist sehr schön. So, dann muss ich aber mal kurz hier ein bisschen umrangieren. Das weg. Ach, du Schande. Nein. Nein. Lauf, lauf, lauf. Oder kann ich hier irgendwie... Ach, herrje, hätte ich das gewusst. Oh, Billy, 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 Billy. Kannst du mal... Billy? Kannst du das wieder zurückschieben? Schneller vielleicht? Oh, echt jetzt? Eieiei. Gasangriffe, ich hasse es. So, wir stellen das Ding aber wieder richtig zu. Damit rechnet doch keiner. Billy, könntest du es nochmal anschieben? Danke. Ich will es wieder richtig drauf haben. So, und jetzt schauen wir uns die beiden mal an. Es war zu erwarten, wir sind vergiftet. Gut. Also eigentlich scheiße, aber gut, in Ordnung. Rebecca, lass uns laufen. Der Mist hat sich auch richtig schön verteilt in dem Raum, ne? Na klasse, das muss man doch vorher wissen. Das weiß ich doch nicht, dass da irgendwelche Dinger drunter sind. Das ist echt gemein. So, schnell hier rein und dann mal ganz schnell geheilt. Na klasse. So, da halten sie sich die Bäuche, ganz toll. Kleine Magenverstimmung, was soll's schon? So, einmal verwendet... Ach nein, das war so klar. Ach, ist das schrecklich. So, sammel das andere auch gleich ein, Rebecca. Dann machen wir das alles gleich über dich hier. Mann, 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 Mann. Das habe ich ja jetzt noch zu meinem Glück gebraucht. Ganz, ganz toll. So, rüber zu Billy damit. Und der wirft sich das dann auch direkt ein. Klasse. Das freut mich doch extremst. So, zumindest sind wir wieder entgiftet. Das ist ja schon mal was. Shit. Das habe ich zu meinem Glück echt noch gebraucht. Naja, dann also neuer Versuch. Ich würde sagen, die schwarzen Figuren lassen wir dann einfach mal stehen. Vielleicht bedeutet es ja, schwarz ist böse. So, dann müssen wir die Herumschieberei eben mal anders lösen. Zum Beispiel, indem wir erstmal den Weißen entfernen. Sag mir nicht, darunter ist auch was... Nein, du willst mich doch verarschen! Okay. An dieser Stelle möchte ich nochmal laden und nochmal nachspielen bis zu dieser Stelle. Ich habe einfach das Problem, ich habe gar keine Heilsachen mehr gegen die Vergiftung. Und ich glaube ja, dass das Erste-Hilfe-Spray das nicht beheben sollte, oder? Obwohl, wir probieren es mal. Ich schieb mal kurz mit Billy das Ding wieder drauf. Na klasse, das ist ja eine ganz großartige Geschichte hier. Billy... Möchtest du es vielleicht draufschieben? Billy, schieb es drauf. So, und dann lass uns erstmal hier rausgehen. Wo bin ich denn hier nur gelandet? Ach je.
So, und jetzt schauen wir mal, ob das Erste-Hilfe-Spray auch Vergiftungen heilt. Nein, macht es nicht. Damit werde ich einen langsamen und qualvollen Tod sterben und das bedeutet, ich werde an dieser Stelle nochmal alles nachspielen müssen, was wir jetzt gerade schon so entdeckt haben. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich alles nochmal erkundet habe und alle Zombies, die wir auf dem Weg gesehen haben, nochmal weggekloppt habe und hoffentlich noch relativ unbeschadet da rauskomme. Toll, nicht? Bis gleich. Zurück an alter Stelle finden wir uns wieder auf dem Schachfeld. Ich habe mir gerade das kleine Schachbrett nochmal angeschaut, ein bisschen näher. Und so wie es aussah, ist die einzige Figur, die nicht an der richtigen Stelle ist, der Weiße König. Und deswegen würde ich sagen, verschieben wir genau den. Wenn ich ihn in den Krieg... Also den haben wir ja vorhin schon verschoben. Das sollte ja klar gehen. Wir haben mitgekriegt, den Turm, den Weißen und den schwarzen Bauern sollten wir auf keinen Fall verschieben. Und um den an die richtige Stelle zu kriegen hier, müssen wir ihn eben mal ein bisschen nach hinten schieben. So. I'll go check over there. Okay. Du bleibst einfach mal stehen, wo du bist, damit du mir nicht im Weg rumstehst. Halt. Irgendwie, wie rum wollte ich jetzt? Ich habe gerade die Perspektive verloren. So rum wollte ich, genau. So, das Ding muss nämlich dahin. Kannst du es noch weiterschieben? Geht das? Ja, ein kleines bisschen geht noch. So, alle anderen stehen an der richtigen Stelle, deswegen müssen wir die auch gar nicht weiter verschieben. Und ich denke mal, wenn wir das jetzt da hinschieben, dann sollte es auch gelöst sein. Ja, sehr schön. Grandios, Evil. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Nicht verschieben. Wag es dir, Rebecca. Da wird wohl ein schwarzer Flügel für uns drin sein. Im Buch des Bösen, meinst du nicht? Her damit. Komm schon. Ja. Buch des Bösen für uns. Moment, hier ist noch etwas. Eine Nachricht? Markus Tagebuch 1. Aha. 4. Dezember. Geschafft. Das neue Virus. Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitor-Arbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Einen Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich. Es ist mir gelungen, auf der Basis von Progenitor ein neues Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne dieses neue Virus T für Tyrann. 23. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen, sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person mir bei meiner Forschung helfen. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Narr! Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden.
Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Egeln natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. So, so. Ich denke, da werden wir noch mehr hören von Marcus. Hier gibt es sonst nichts, das ist in Ordnung. Wir schauen uns aber nochmal kurz hier hinten die Ecke an. Die haben wir uns nämlich bisher noch gar nicht betrachtet. Oh, sieh mal an, sieh mal an. Was habe ich denn an Platz derzeit so? Ach, hier natürlich überhaupt nichts. Und mit ihm eins. Ja, dann müssen die Farbbänder bleiben, wo sie sind, nicht wahr? Und Billy sackt sich die Granaten ein, die Brandgranaten wohlgemerkt. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier ist eine Art Gemälde, aber vor lauter Staub erkennen sie nicht, was es ist. Ein Schloss. Es sieht sogar wie Schloss Neuschwanstein aus irgendwie. Vielleicht ist es auch Schloss Queck bei Füssen. Das war mal in irgendeinem... Oh, Napalmgranaten werden sie sogar genannt. Das war mal in irgendeinem Resident Evil Comic kam das mit vor und war auch eine Forschungsanlage von Umbrella gewesen. Fand ich irgendwie lustig damals. So, wir schauen uns mal das Buch des Bösen an. Untersuchen. Und wir finden... einen Flügel. Wer hätte das nur erwartet? Ein schwarzer Flügel, der ist für uns. Und das bedeutet, wir können ein weiteres Rätsel lösen und damit weitere Türen öffnen. Jetzt aber schnell hier raus aus diesem hässlichen Raum. Den will ich so schnell nicht mehr betreten. Da habe ich jetzt nur schlechte Erinnerungen dran. Wo müssen wir lang? Ne, wir müssen nach unten lang, ne? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ach, warte mal. Billy, da war doch was. Kommst du mit? Kommst du mit, mein Freund? So, wieder zurück zu Rebecca. Rebecca, magst du ihn rufen? Let's go! Okay. Dankeschön. So, dann können wir uns nämlich wieder in die Haupthalle begeben und... bevor wir dann in den Turm oben schauen, wo ich vermute, dass wir ein neues Rätsel dann finden werden, das mit dem Gedicht zusammenhängt, das wir da gefunden haben, werden wir erstmal hier die Statue uns betrachten. Ich vermute das deshalb, weil in dem Gedicht, ich habe es nur nochmal durchgelesen, als ich jetzt gerade nochmal nachspielen musste, doch erstaunlich viele Anspielungen auf irgendwelche Himmelsgestirne vorkamen und ich vermute bald mal, dass wir da oben ein Observatorium finden. Aufgrund der runden Form. So, jetzt muss ich aber erstmal hier ein bisschen was loswerden. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt genau mache. Ich würde sagen, wir stellen das eine Erste-Hilfe-Spray hier mit hin. Yep. So, damit haben wir eigentlich genug Platz. Ich weiß halt nicht, soll ich die Napalmgranaten jetzt mit mir rumschleppen? Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wann hier mal irgendwann ein Endgegner kommt, ne? Das kann zu jeder Zeit passieren. Ich glaube, ich leg's mal ab. Ja. Müssen wir halt ein bisschen vorsichtig vorgehen und wenn dann mal irgendwann einer kommt, dann müssen wir halt nochmal laden und die Dinger holen oder so. Keine Ahnung.